zeigen, wie man Android-Emulatoren mit HPE Mobile Center 2.0 anbindet. Wichtig dabei ist, dass man Android Studio oder Android SDK Manager heruntergeladen hat auf dem Client, von wo die Emulatoren betrieben werden sollen. Des Weiteren brauche ich den HPE Mobile Center Connector für Windows, auch wieder auf dem Client, wo ich das betreiben möchte, und natürlich Emulatoren definieren und starten. So, gehen wir mal kurz in die Demo. Wie schaut es aus? Ich muss erstmal mein Mobile Center ansprechen, das wäre hier. Und im Mobile Center 2.0 habe ich die Möglichkeit, Emulatoren anzubinden unter Devices. Kann ich hier sehen. Funktionen, Emulatoren. So, aktuell habe ich keinen physischen Device angeschlossen. Also was ich machen muss, ist als erstes natürlich den Android Virtual Device Manager herunterladen. Den gibt es mit Android Studio oder SDK Manager. Entweder Android Studio herunterladen und darüber starten. Ich habe es jetzt im Eclipse drin und ich werde es jetzt über Eclipse starten. Und dann habe ich hier zwei meine Devices definiert, die ich simulieren möchte oder emulieren möchte. Wenn ich ein neues möchte, kann ich das hier entsprechend definieren und dann anstarten. Ich werde jetzt mal eins von den beiden anstarten. So, Launch. Jetzt macht er ein bisschen was und das Device wird jetzt gestartet. So, bis es startet, kann ich noch mal kurz auf Pause gehen. So, ich musste ein neues Device definieren. Und das hat ein bisschen gedauert. Also hier sieht man jetzt auf dem Rechner, wo mein Mobile Center läuft, läuft jetzt auch der Emulator. Und er hat hier schon was installiert. Ich kann jetzt hier draufklicken. Dann sehe ich, der MC Agent ist schon installiert. Jetzt müsste ich im Mobile Center nochmal gucken, ob das Device auch hier sichtbar ist. Hier sehe ich, ist das Device auch sichtbar und ich könnte jetzt mal auf das Device drauf zugreifen und würde quasi hier dann den Bildschirm simuliert sehen. Jetzt kann ich hier über dem Mobile Center das Device mal ansteuern. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja. Und könnte hier jetzt Einstellungen vornehmen. Applikation starten, beenden und so weiter. Auch Swipe funktioniert. Und so könnt ihr dann halt Devices im Mobile Center selber integrieren. Wichtig ist, dass der Connector und der Emulator auf dem gleichen Client laufen, also auf der gleichen Maschine.